Hallo allerseits, ein Screenshot sehe ich gerade oder ein Bild sehe ich gerade beim DAX Index und da habe ich mir gedacht, da schicke ich nicht nur einen Screenshot, sondern mal einen kurzen Film draus, nämlich hier im 5-Minuten-Chart. Nochmal ganz kurz zur Orientierung, das ist der DAX in der Kasse wohlgemerkt, das ist der Index, also nicht das, was 24 Stunden läuft, sondern zu den normalen Haupthandelszeiten hier im Stundenchart. Wir hatten hier ja die Widerstandsmarke und da hängt der Markt so ein bisschen jetzt dran fest. Und wir haben eine nicht ganz unrealistische Chance, dass wir jetzt in einer Konsolidierung sind, die noch ein bisschen anhält. Denn wenn wir jetzt auf dem 5-Minuten-Chart ein bisschen rüber switchen mal und uns das genauer angucken, dann sehen wir ja schon, dass die Abwärtsbewegungen relativ einhellig sind. Klar, es gibt da mal oder ist ein paar Gegenbewegungen, aber im Wesentlichen kann man sagen, dass diese Korrekturen hier relativ voneinander getrennt sind. Ich habe hier mal so einen Vorschlag, einfach um das so ein bisschen sichtbarer zu machen. Ob das jetzt die 100% richtige Zählung ist, weiß ich nicht, aber es verdeutlicht eigentlich schon, dass wir hier in der Abwärtsbewegung sind, die sehr impulsiv aussieht. Dann haben wir hier eine Gegenbewegung, die ist klar nach oben und die ist klar wackeliger. Dementsprechend kann ich mir sogar vorstellen, dass man hier sagt, hey, das ist eine Short-Situation, die sich nochmal nach unten fortsetzt, wenn wir hier durch ein letztes Zwischentief durchgehen. Das wäre zum Beispiel das letzte Hoch. Und ja, da kann man jetzt drüber streiten, dieses hier. Dann wären wir quasi schon so halbwegs dran. In diesem Fall würde ich vielleicht sogar sagen, dieser hier, weil das der auffällige ABC-Anteil ist. Ich kann das hier nochmal eben dazu anzeichnen. Dann haben wir hier vielleicht eher diese Aufteilung mit dem Double Zigzag nach oben. Das ist natürlich noch ein bisschen mit Fantasie belegt, ob das jetzt tatsächlich so das ist, das werden wir sehen. Also dementsprechend wäre der Trigger hier diese Marke. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir wirklich eine Zielmarke haben, die wirklich weit genug da geht. Das können wir nochmal eben anschauen. Nicht irritieren lassen durch die Hintergrundgeräusche, ist alles in Ordnung hier. Das sind nur einfach hier Orders, die dann getriggert werden. In dem Fall war das jetzt gerade Gold, wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt kommt noch Pfund gegen Kanadische rein. Aber das sind alles Bornbars, die habt ihr entweder selber schon gesehen oder sehen wir vielleicht später dann nochmal. So, wir sind auf jeden Fall über die 38er-Marke hier gelaufen. Das heißt, diese Korrektur wäre hinreichend groß als Korrektur für diese Abwärtsbewegung. Das heißt, ich würde in diesem Fall sogar davon ausgehen, dass wir die Bewegung hier nach unten nochmal fortsetzen. So, das Ganze könnt ihr jetzt auf eurem Lieblings-CFD nochmal angucken. Oder gegebenenfalls den Index als ein Indikator nehmen, wenn er diese Marke triggert, das dann eben entsprechend auf eurem Lieblingsmarkt dann umzusetzen. Aber optisch ist das eigentlich wunderschön und würde gar nicht so schlecht reinpassen hier in dieses Bild hier erstmal mit Zielrichtung ungefähr 850. Und das würde dann ungefähr hierhin reichen und eigentlich nichts anderes als die 4 nicht an dieses Ende, sondern ein klein bisschen tiefer hier eben nochmal setzen lassen. Quasi diese Korrektur und diese hier dann und dann kriegen wir vielleicht danach die nächste 5. Oder ist das Ganze doch nur nicht eine Zwischenkorrektur, sondern die echte Startsituation schon für den echten Rücksetzer an dieser Widerstandsmarke? Das wiederum kann der aktuelle Chart nicht wirklich klären, sondern es ist eine Geschichte, die wir erst erkennen, wenn wir sehen, wie stark der Kurs, falls er hier überhaupt triggert, hier unten durchgeht. Das mal so als kleine Idee, wie man sich den Chart hier aktuell nähern kann, in der Hoffnung, dass ihr vielleicht da was mitmachen könnt. Target ist dann bei sowas hier, Trigger wäre hier 80% Stop, wie ihr das normalerweise eben kennt. Und Trailing würde ich natürlich auch empfehlen, zum Beispiel Supertrend oder Parabolik. Ihr seht das, diese Klassiker, die einfach wunderschön mitlaufen, solange der Kurs läuft, und ausstoppen, wenn der Kurs einfach keine Lust mehr für die Richtung hat. In diesem Sinne, euch alles Gute und ganz liebe Grüße.